Ja, für die Playlist Integralrechnung möchte ich nochmal was visualisieren. Integralwert, Flächenwert. Ich habe jetzt hier ein Intervall von 1 bis 3 genommen, natürlich nicht ohne Grund. Nochmal fürs Verständnis, was passiert oder wie ist der Zusammenhang, wenn wir in einem Intervall eine Nullstelle oder mehrere Nullstellen haben. Das heißt, der Graph liegt ja dann teilweise unterhalb der X-Achse, teilweise oberhalb der X-Achse. X-Achse, Y-Achse. Ich habe hier eine Easy-Funktion genommen, x² minus 4. Ich denke, man liest relativ schnell ab. Es ist die Form der Normalparabel. 1, 2, 3, minus 4 nach unten verschoben. Und wenn man mal flott, ne, welche Nullstellen haben wir? Ne? Also untersuchen auf Nullstellen, plus 4 rüber. Wurzel ziehen, sind wir bei x1 gleich 2 und x2 gleich minus 2. So könnte man sich das Ganze auch schnell aus der Hand erbasteln. Ja, so jetzt so angerissenerweise gezeichnet. So, ne? So, und in welchem Intervall sollen wir jetzt etwas bestimmen? Von 1 bis 3, also 1, 2, 3 bis hierhin. Und ich denke, jetzt sieht man schon relativ deutlich, ist eine andere Farbe, ne? Das war irgendwie von 1 bis 3. Seht ihr das? Wir haben hier einen Teil unterhalb der eingeschlossenen Fläche zwischen Graph und X-Achse, ne? Unterhalb und hier oberhalb der X-Achse. Und das heißt demnach, wenn ihr jetzt den Flächenwert bestimmen sollt, dann könnt ihr nicht einfach sagen, alles klar, ich habe doch bei Integralrechnung gelernt, ja gut, 1 bis 3 für die Funktion x² minus 4 dx, ist doch ganz easy, ist ein Drittel x³ minus 4x von 1 bis 3 und jetzt 3 einsetzen, minus 1 einsetzen, ja, das wäre der Integralwert. Und wenn man das optisch so sieht, sollte man verstehen, dass der Integralwert dann dementsprechend bilanziert, wenn ein Teil unterhalb, ein Teil oberhalb liegt. Und so empfehle ich euch jetzt mal, dass ihr für den Flächenwert, müsst ihr es so oder so machen, dass ihr entsprechend dann bestimmt Integral von 1 bis 0 Stelle ist bei 2 hier, also von 1 bis 2, für die Funktion f von x dx. Dort werdet ihr etwas herausbekommen. Ihr seht, dieser Wert wird negativ sein. Wie auch immer dieser Wert ist, ich schreibe jetzt mal Wert hin und jetzt nicht böse sein, ja, aber rechne ihn doch aus. Das sollte nicht das Problem sein. Dieser Wert wird negativ sein. Dann rechnet ihr noch Integral von 2 bis 3 aus für die Funktion f von x dx, das wird ein, ne, Fläche liegt oberhalb, das wird ein Wert sein, das soll Wert heißen, und ist positiv. Und wenn ihr jetzt mit Betragsstrichen arbeitet, ne, Betragsstriche macht ein negatives Ergebnis positiv und ihr addiert dann diese beiden positiven Werte, dann habt ihr den kompletten Flächeninhalt. Wenn ihr diese beiden Werte ausgerechnet Plus und Minus zusammenrechnet unter Berücksichtigung von Minus, dann kommt ihr auf das Ergebnis, was ihr direkt hiermit herausbekommen würdet, denn das Integral bilanziert. Ich hoffe, das ist nochmal deutlich geworden, dass ihr da nicht in eine Falle tapselt, genau die Aufgabenstellung dann auch lest und natürlich auch das Verständnis habt. Und auch zum Thema Vokabel, ne, das ist ja jetzt eine relativ einfache Funktion, das gilt natürlich für alle Funktionstypen, wenn ihr dann erst auf Nullstellen untersuchen müsst in einem Intervall, dass ihr auch die entsprechenden Lösungsverfahren drauf habt, was da jetzt auch steht. Hier war es jetzt eine einfache quadratische Gleichung, aber auch dazu ist ja alles da und dann kommt ihr easy durch.